ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es um Pinsel, ganz verschiedene, die liegen auch schon hier bereit. Ich werde einfach so ein paar Sachen dazu sagen. Ich habe die Frage nämlich von euch bekommen, ihr habt euch dafür interessiert, so in welche Richtung es geht, welche Pinsel brauche ich denn für Aquarell, welche sind gut, welche sind vielleicht nicht so gut, gibt es günstige Varianten. Aus diesem Grund einfach mal so ein paar Infos von mir, aus meiner Erfahrung und welche ich auch so sehr, sehr häufig benutze. Ne? Also grundsätzlich wisst ihr, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von Pinseln. Man unterscheidet eigentlich so ganz grundsätzlich runtergebrochen zwischen zwei Arten von Pinsel. Das ist einmal hier so ein, wie hier, so ein Rundpinsel und einmal ein Flachpinsel. Ne? Dann gibt es natürlich noch so ein paar Zwischenarten. Sowas hier, ne? Das ist so ein abgeschrägter Pinsel. Oder wir haben hier so ein Fächerpinsel. Oder hier so ein Schlepper. Genau, hier ist jetzt noch einer mit so einer abgeflachten Kante. Da kann man halt dann natürlich dann kreativ werden, gerade mit dem Schlepperpinsel. Da hat man dann einfach nicht so viel Kontrolle über die Pinselspitze. Das gibt aber ganz tolle Struktur und man kann damit ganz viele feine Äste zum Beispiel malen im Aquarell, bei Bäumen zum Beispiel. Genau, hier mit dem Fächerpinsel kann man so ein bisschen Struktur, gerade für Bäume oder so ist es toll, wenn man so Laub machen möchte. Was die Pinselhaare betrifft, da unterscheiden wir zwei verschiedene Kategorien. Und zwar einmal die Naturhaare und einmal die Synthetikhaare. Die Synthetikhaare sind zum Beispiel aus Nylon oder das kann aber auch Perlon oder Taklon sein. Das ist sowas wie hier, das ist der IKEA-Pinsel. Synthetikhaare kann man verwenden. Es gibt mittlerweile immer mehr Pinsel übrigens, die aus Synthetikhaaren hergestellt werden. Auch viele Künstlerpinsel mittlerweile. Und das liegt auch einfach in der Produktion, weil sie einfach nachhaltiger produzieren wollen und einfach nicht so viele Tiere dann irgendwie die Haare entfernen müssen. So, ne? Ja. An den Naturhaaren, da haben wir auch verschiedene. Zum Beispiel hier, das sind so Rindshaare oder Schweineborsten kann man da verwenden. Das ist hier viel bei diesen, bei so Malerpinseln. Ne? Wenn man so ein bisschen großflächiger arbeitet, das sind Borsten. Wenn man da mit einem feinen Aquarell malen würde, das würde nicht so gut sein, sondern das würde dann wahrscheinlich eher die Oberfläche zerkratzen auf dem Papier, beziehungsweise die Pigmente würden auch einfach nicht so schön auf dem Papier hin und her geschoben werden. Ja, und deswegen die Pinsel bitte für andere Maltechniken verwenden und nicht fürs Aquarell. Ja, die lege ich gleich mal beiseite. So, die brauchen wir nämlich nicht. Hier so sieht übrigens ein günstiger Schulmalpinsel aus. Und das passiert übrigens, wenn ihr den Pinsel im Wasserglas stehen lasst. Das bitte niemals machen. Niemals den Pinsel im Wasserglas stehen lassen. Das hier war so ein ganz günstiger, billiger Pinsel. Einer meiner ersten Pinsel, die ich, glaube ich, hatte. Und bitte wirklich immer einfach so waagerecht oder senkrecht lagern, dann mit der Pinselspitze nach oben. Hier, ich habe meine Pinsel hier in so einem Glas. Da packe ich die mal rein. Die stehen bei mir auf dem Tisch. Die verwende ich viel. Deswegen niemals, weil dann sieht das nämlich so aus. Und das wollen wir nicht. Genau, zurück zu den Naturhaaren. Da unterscheiden wir zum einen Ponyhaar, Feehaar, Wieselhaare oder auch der berühmte Kolinsky. Das ist der sibirische Rotmarder. Und da werde ich jetzt nochmal zwei, drei Worte zu sagen. Das hier ist zum Beispiel ein Dala und Roni Ponyhaar-Pinsel. Der war ziemlich günstig, im Pfennigpfeifer habe ich den gekauft. Deswegen, falls ihr für Aquarellen einen günstigen Pinsel sucht, der ist aus natürlichem Ponyhaar, der ist super. Den kann ich echt empfehlen, den gibt es in ganz verschiedenen Größen. Ich habe hier Größe 10, der ist total gut dafür geeignet. Den habe ich mir gleich zweimal geholt, weil ich die Größe einfach super finde und den viel verwende. Feehaarpinsel, da habe ich jetzt keinen da. Und zwar als Feehaar sind, das ist so dieses weiße Winterbauchfell des Eichhörnchens. Also auch meistens ein sibirisches Eichhörnchen wohl, so eine Eichhörnchenart. Und da wird dann aus dem Bauchfell, werden die Haare dann auch zu einem Pinsel verarbeitet. Soll auch sehr, sehr gut sein. Habe ich jetzt noch keinen ausprobiert und noch keinen gehabt aus Feehaar.
Aber gerne, wenn ihr einmal seht, könnt ihr das gerne auch ausprobieren, wie der sich so verhält. Ja, am besten geeignet für Aquarell ist tatsächlich der sehr hochwertige Rotmarder, der berühmte Kolinski. Diese Haare sind super, super elastisch, ganz fein. Und das Besondere ist einfach, dass die Pigmente und das Wasser in der Pinselspitze einfach sehr, sehr lange halten können und dann ganz langsam abgeben. Ja. Und das ist einfach. Aber auch eine sehr teure Variante, ja, und gerade für Anfänger nicht wirklich empfehlenswert, weil die Investition, also ich würde es halt echt empfehlen, die Investition zu tätigen, wenn ihr euch sicher seid, okay, Aquarell, das ist was für mich, da habe ich Bock drauf. Deswegen könnt ihr halt echt mit Ponyhaar anfangen oder hier mit so einem IKEA-Synthetikpinsel, ja. Also wenn ihr dann merkt, jo, ja, da habe ich Bock drauf. Dann könnt ihr gerne auch mal den Kolinski ausprobieren. Woran weiß ich denn jetzt, ob ein Aquarellpinsel gut oder schlecht ist? Dazu will ich euch mal ganz kurz. Huch, ich suche mir jetzt mal hier so ein Blatt Papier. Ah ja, hier ist es. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass der Pinsel das Wasser, also ne, Aquarellfarbe ist ja ein sehr, also ist ja eine sehr wasserbasierte Farbe. Und dieses Wasser muss zwischen den Pinselhaaren sehr gut gehalten werden, ja, damit ich das dann im Prinzip gleichmäßig auf dem Abgibt. Papier abgeben kann. Das ist unter anderem eine Eigenschaft, die ich beim Aquarellmalen einfach brauche. Ja, um nochmal ganz kurz auf den Unterschied zwischen Synthetikhaaren und Naturhaaren zu kommen, ist, dass Synthetikhaare, also jetzt im einzelnen Haar sieht es dann so aus. Ja, und wenn ich dann verschiedene Haare habe, dann sind die so ganz glatt nebeneinander. Also so sieht einfach ein Haar aus. So hier. So. Ja, einfach so ganz glatt. Und wenn ihr ganz doll aufgepasst habt bei der Shampoo- und Conditioner-Werbung, dann ist es nämlich manchmal so, dann zeigen die ja, dass das Haar, das Naturhaar, das hat dann hier so klein, wie so Schuppen oder so. Ich weiß nicht, das hat bestimmt auch einen Namen. Wenn ihr den Namen wisst, wie diese Dinger hier heißen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also das Haar ist ja nicht hier wie das Synthetikhaar ganz glatt, sondern das hat ja hier so kleine Ecken und Kanten und ist ja hier so ein bisschen abgeflacht. Und die Shampoo-Werbung sagt ja, wenn ihr das und das Shampoo und Conditioner benutzt, dann wird das hier ganz glatt und so und dann fühlen die sich einfach ganz, ganz fein an. Ne? Aber wir wollen im Aquarell natürlich, dass eines Naturhaars wollen wir genau diese Struktur haben, weil wenn ich jetzt mehrere dieser Haare, die nicht ganz glatt sind, nebeneinander packe, dann ist es natürlich so, dass hier das Wasser in den Zwischenräumen viel besser gehalten werden kann und dann länger abgegeben werden kann. Deswegen Naturhaare sind immer noch ein Stück weit besser als die Synthetikpinsel. Auch obwohl, wie gesagt, immer mehr Pinsel auch Synthetikhaaren hergestellt werden. Es gibt übrigens auch ganz viele Mischpinsel, ja. Also günstige Kolinski-Pinsel, der ist ja wirklich ein sehr teurer Pinsel, der teuerste Pinsel eigentlich, den man mitkaufen kann. Da gibt es auch ganz viele Mischvarianten, ja. Also dass irgendwie die Hälfte des Pinsels aus Kolinski-Haaren besteht und die Hälfte aus Synthetikfasern. Ist auch noch eine gute Variante und in der Regel auch ein bisschen kostengünstiger dann einfach für den Käufer. So. Und zwar teste ich mal einmal mein Ponyhaar. Ich habe mein Kolinski. Und ich werde einmal den Synthetikpinsel von IKEA benutzen. Und zwar mische ich mir da jetzt eine Farbe an. Also ich habe mir jetzt hier so ein bisschen Farbe auf meine Palette gehoben und gebe jetzt hier noch viel Wasser dazu. Das muss halt für drei volle Pinselladungen reichen. Ich feuchte mal die anderen beiden Pinsel auch ein bisschen an. Den wasche ich noch mal aus. Hoch. Und hoch tupfe die jetzt hier für meinen Test einmal noch mal ab. Ich habe den Test so auch noch nicht gemacht. Ich bin jetzt gespannt, was bei rauskommt. Ich werde jetzt alle drei verschiedenen Pinsel einfach mal in meine Flüssigkeit, in meine Farbmischung tauchen. Mal schauen, wie lange ich mit einer vollen Pinsel- und Wasserladung meinen Strich malen kann.
Dazu rolle ich jetzt hier so ein bisschen den Pinsel. Wo kann man das sehen? Oh, so ein bisschen. Den rolle ich jetzt hier einmal hoch. Schön tropft den hoch ein bisschen ab. Und das ist jetzt mein Ponyhaar. Und fange jetzt einfach mal hier so einen ganz langen Strich mit Druck. Male ich den. Mal schauen, wie lange er noch was abgibt. Da jetzt fängt er schon an, dass da keine Farbe mehr drauf ist. Okay, genau, das war das Ponyhaar. Und jetzt probiere ich hier mal den Kulinski. Den rolle ich jetzt hier auch so schön, wie ich den vorigen Pinsel auch in der Farbe gerollt habe. Hoch, schön nass machen. Bisschen abtropfen. Jetzt auch einmal hier. Oh, ja, der wird gar nicht so gerade. So, und da fängt er auch schon langsam an, hier dann keine Farbe mehr abzugeben. Ja, nimmt sich irgendwie beides nicht viel, wie ich hier gerade sehe. Also der hat hier dann. Okay, egal. Bevor ich das hier auswerte, machen wir jetzt noch den Synthetikpinsel von IKEA. Ja, der große Test, wie lange, wie gleichmäßig gibt quasi der Pinsel die Farbe und das Wasser auf das Papier ab. Huch, so, ich habe den jetzt hier schön drin gerollt in der Farbe und in dem Wasser. Noch ein bisschen abtropfen. Und genau das Gleiche mache ich jetzt auch nochmal mit dem Synthetikpinsel von IKEA. Okay. Ich schreibe das mal hier ran. Haben wir hier Pony, hier Kulinski und hier mache ich mal Synthetik. Synthetik. Ja, kann man ganz gut sehen hier, aber wenn ich das jetzt mal hier kurz auswerte, das Pony hat hier schon hier am Ende des ersten Striches schon angefangen, nicht mehr gleichmäßig die Farbe und das Wasser abzugeben. Ne? Der Kulinski, der hat hier noch in der ersten Reihe noch super weitergemacht, nur hier so ein bisschen an den Außenrändern nicht, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Und dann hat er hier schon relativ früh im zweiten Strich angefangen, die Farbe nicht mehr gleichmäßig abzugeben. Überraschenderweise, wie man das hier am Synthetikpinsel echt gut sehen kann, ist, dass der wirklich komplett die volle Länge eigentlich hier ohne Probleme sehr, sehr gleichmäßig Farbe und Wasser abgegeben hat. Und hier auch noch, also so hier hat es erst, also hier fängt es erst an, ne? Also hier fängt es an, hier fängt es schon, hier fängt es beim Kulinski an und beim Ponyhaar fängt das schon ein bisschen früher an und beim Synthetikpinsel tatsächlich erst noch ein bisschen später. Ne? Also erst hier so und während der Kulinski hier schon gar keine Farbe eigentlich mehr hatte, da hatte der Synthetikpinsel immer noch was. Ja, wie gesagt, ganz spannend, habe ich so auch noch nicht gemacht, den Test. Aber wie ihr seht, meine Theorie oder so, wie es eigentlich prophezeit wird, vor allem, dass das Ponyhaar oder dass das Naturhaar ja eigentlich die Farbe und das Wasser besser halten sollte, das ist jetzt hier in dem Test einfach gar nicht aufgegangen. So. Und aber das ist auch irgendwie, das kann aber auch einfach ganz normal sein. Und ich glaube, deswegen möchte ich auch einfach nur darauf hinweisen, gar nicht so sehr über viele theoretische Sachen zu philosophieren, sondern wirklich einfach auszuprobieren. Ja? Und wie ihr seht, ist der Synthetikpinsel, also wie gesagt, das ist ja hier der, das ist der von IKEA, den ich hier hatte. Der ist halt auch super geeignet für Aquarellmalen, zum Aquarellieren. Ich will noch mal einmal ganz kurz was zu den Pinselgrößen sagen, weil das übrigens ist mein neues Buch ja auch fertig. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist das hier. Florales Aquarell, Blütenblätter malen Schritt für Schritt. Und hier ist nämlich auch natürlich ein Kapitel über Pinsel drin. Da seht ihr das schon, ne? Die verschiedenen Pinselarten. Steht hier alles drin. Da könnt ihr hier nochmal reinschauen. Und zwar schreibe ich in meinem Buch, dass ihr für dieses Buch, wenn ihr die Übungen machen wollt,
Und zwar einmal Größe 8 und Größe 12 braucht ein Pinsel. Und für die Übung sind, meine ich besonders die, also ich habe ja hier Schritt für Schritt die Blüten erklärt. Also da, wie ihr Blüten malen könnt. Huch, das ist jetzt so ein bisschen nah dran. Ich versuche das mal so ein bisschen weiter wegzuhalten. So sieht das dann ungefähr aus. Also hier sind so Blüten, die ich beschrieben habe und auch Blätter. Und da braucht ihr die Größe 8 und 12, ja. Um aber euch mal ganz kurz zu zeigen, dass das mit den Größen halt einfach so eine Sache ist. Genau, hier, das sind ungefähr, also ihr könnt das hier ganz kurz sehen, ne? Das ist eine Größe 10, das ist eine Größe 10, das ist eine Größe 16 und hier steht zum Beispiel gar nichts drauf. Größe 10 sieht hier, also die beiden sind Größe 10 und der hier sieht deutlich größer aus, dieser Pinsel, ne? Wenn ihr das hier seht, dieser Rundpinsel, als der hier. Und hier ist Größe 16 und Größe 16 sieht eigentlich fast genauso aus wie Größe 10 von dem Dalla und Roni Pinsel. Deswegen lasst euch bitte hier nicht irritieren. Und wenn ich sage Größe 12 und 8, dann meine ich halt tatsächlich ungefähr, also mit Größe 12, ungefähr ein Pinsel der Größe. Ja, ob das nun wirklich diese Größe oder auch diese Größe sein können, müsst ihr euch ein bisschen ausprobieren. Und mit Größe 8 meine ich tatsächlich dann einfach, der soll dann natürlich einfach ein bisschen schmaler sein, dass ihr da noch mal ein bisschen mehr Spielraum habt für kleinere Sachen. Ich versuche jetzt hier mal kurz, was ist denn hier ungefähr? Ich glaube, der hier könnte eigentlich fast Größe 8 sein, der Pinsel. Hier, also hier könnt ihr das sehen, das ist jetzt hier Größe 10 und das wäre dann zum Beispiel ein Größe 8 Pinsel. Also ich meine, hier steht jetzt Größe 4, deswegen lasst euch nicht irritieren. Also wenn ich Größe 12 und Größe 8 schreibe, dann ungefähr die beiden Pinselgrößen, die ihr da für mein Buch zum Beispiel super verwenden könnt. Ja. Aber auch immer so, wenn andere Leute Pinselgrößen, ja, wenn andere Leute Pinselgrößen empfehlen, dann auch immer so ein bisschen double checken. Es gibt einfach für Pinsel, gibt es keine einheitliche Klassifizierung von Größen, ja, sondern jedes Unternehmen, jede Marke hat so ein bisschen seine eigene Größenordnung. Okay, das war es eigentlich auch schon zu den Pinseln. Ich habe jetzt ganz, ganz viel Theorie erzählt. Wir haben jetzt hier den coolen Test gemacht. Ich fand den echt aufschlussreich und bin echt ein bisschen überrascht, dass es so krass ausgegangen ist. Aber so ist das einfach manchmal, ne? Also da heißt es dann in der Theorie, das ist total super mit den Naturhaaren und die sollten ja eigentlich in der Theorie die Farbe ein bisschen besser halten. Aber wie ihr seht, ist es einfach so, dass der Synthetikpinsel deutlich besser abgeschnitten hat als die Naturhaare. Und vielleicht liegt das auch einfach an der Qualität meiner Pinsel, die ich habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch deutlich qualitativ hochwertige Naturhaarpinsel, die noch besser abschneiden. Oder es kann natürlich auch sein, dass ich hatte ja doch nicht komplett 100% die gleiche Größe, dass es vielleicht auch daran gelegen hat. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem einfach total spannend zu sehen. Also es müssen halt keine mega teuren Pinsel sein, sondern es können auch wirklich super günstige Pinsel sein. Wichtig, ach so, einen Punkt habe ich fast noch vergessen, bevor ich jetzt hier aufhöre. Wichtig ist, dass der super flexibel ist, der Pinsel, und immer wieder sofort in seine Ursprungsform zurückspringt. Also ganz, ganz wichtig bei der Pinselspitze. Die muss flexibel und sprunghaft sein. Ja, also ich male, drücke auf und wenn ich den hochhebe, dann muss der sofort wieder zurückgehen. Ach so, genau. Und dann habe ich fürs Aquarell, für Details habe ich natürlich immer noch einen kleinen Pinsel. Genau. Und dann halt, wie am Anfang ich schon gesagt habe, also gerade wenn ihr euch fürs Aquarell malen eine Pinselpalette anschaffen wollt, dann kann ich halt wirklich, wie ich gerade gesagt habe, Größe 10 und Größe 8 an Pinsel, an Rundpinsel ist immer super geeignet. Dann hier noch so einen ganz schmalen, dünnen Pinsel für Details. Da habe ich hier so einen Pinsel geklaut von meinem Papa, der macht Modellbau. Die sind super. Weiß er, glaube ich, immer noch nicht, dass ich die geklaut habe. Aber pscht, muss er auch gar nicht wissen. Und dann natürlich hier sowas, so ein Flachpinsel. Ist halt super geeignet, damit ich mein Aquarellpapier großflächig zum Beispiel für Lasuren einfach einstreichen kann, um dann mit der Farbe dann reinzugehen und zum Beispiel Farbverläufe zu gestalten. Ja, genau.
Okay, da so, ja, das war es eigentlich schon zu den Pinseln. Ich hoffe, ich konnte euch so die größten Fragen beantworten. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch sonst noch so wünscht von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt mir auch gerne eine private Nachricht. Überhaupt gar kein Problem, die beantworte ich euch gern. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal und sage bis dahin. Tschüss!